Moin, ich bin's Tail und wir starten das zweite Spiel meiner FIFA Ultimate Team Serie. Das letzte Spiel ist ein Unentschieden gewesen mit meinem Team aus der BBVA, mit der ich eigentlich immer Pech habe und die letzten drei oder vier Spiele unentschieden gespielt habe. Aus diesem Grund spiele ich mit einer anderen Mannschaft, die eigentlich meine Lieblingsmannschaft ist, obwohl ich nicht deren Fan bin, aber der Spieler, das passt einfach. So, und das ist dieses Team. Ja. Das ist eigentlich Dortmund. Ja, mit dem klappt eigentlich ziemlich gut. So, aber Schmelzer, seine Verträge laufen aus. Dann kriegt er mal eben 13, 14 neue. Zack. Also, ja. Wie ihr seht, eigentlich alle da. Kein unnormaler Spieler, alle stinknormal. Aber Lewandowski und Reus sind ziemlich schnell. Das finde ich gut im Sturm. So. Ihr seht, ich bin immer noch mitten in der Saison. Wir haben noch zwei Spiele. Ich muss zwei Siege holen. Nee, muss ich gar nicht. Ein Sieg, ein Unentschieden. Also, das sollte machbar sein. Aufstellung bearbeiten. Ich will mal eben gucken, ob die fit sind. Ja, sehr gut. Ein paar Spieler haben keine Verträge mehr bald, aber das ist nicht das Problem. Also, wir starten mit dem zweiten Spiel. Let's go. Wir spielen zu Hause, finde ich immer geil. Und warten auf den Gegner. Da ist er ja auch schon. Latenz ist da. Tottenham Hotspurs. Ist zwar nicht das Dortmund-Trikot, ist aber gelb. Mit dem habe ich ja beim ersten Spiel auch schon gespielt. Also, vielleicht bringt das den Dortmundern ja Glück oder mir. So, gucken wir uns das Team an. Kurzer Blick hier. Ausschließlich Barkes Premier League. Podolski dabei. Wie von Percy. Ein übelsten Schuss in diesem Spiel. Unglaublich. Ja, die kleine Erbse auf der rechten Seite und Suarez links. Alle schnelle Spieler. Ich hoffe, dass meine schnellen Verteidiger Marcelo und Alves... Ah, habe ich gar nicht. Ich habe ja nur Schmelzer auf der Seite. Ja, mal gucken. Ich hoffe, dass die dagegen ankommen. Wir werden sehen. Podolski. Ah, die Wiese heißt einfach Tore schießen und dann hinten keine kassieren. Nicht so oft. Ah. Also ich habe gedrückt. Er muss sein Team einlaufen sehen. Jawohl. Peacecheck und Schmelzer. Ah, ich hoffe, die kriegen das auf der Reihe. Zur Not habe ich Marcelo noch auf der Bank. So, wie bekannt, ich spiele ein bisschen defensiver, zu Anfang zumindest, und mit hohem Druck. Zack, ab geht's. Hummels, finde ich als Verteidiger sehr geil. So, da ist er. Au! Zack, in die Mitte. Lewandowski, schneller Spieler, zieh ab! Oh! Schon mal ein guter Anfang. Schöne Parade hingelegt. Das ist der Nachteil, wenn man defensiv spielt. Man hat nur zwei Stürmer vorne. Hoch. Zieh ab. Direkt. Noch einmal. In meinem Fuß vor. Kopfball. Auch nicht gewonnen. Zieh ab. Drin. Nein. Jetzt. Jawohl. Da ist das Ding. Marco Reus. Schön Volley ab im 16er. Ja. Tor war ja auch leer. Schauen wir uns nochmal an. Ein Gewusel im 16er. Schöner Start, das gefällt mir. Ja, einmal zu oft geklickt. Oh, Subotic aufgepasst, sehr schön. Piszczek, gleich weiter auf Błaszczykowski. Schöner Pass auf Götze, der liegt wieder vor. Ab. Dreieck, lauf, Götze, du bist doch klein und flink. Nee, nix ist. Mann, 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 Mann. Ah, es macht auf jeden Fall schon mal Spaß in die Anfangssituation. Querpass, ob das richtig war? Jawohl. Lieber unten. So, außen. Zack. Ah, den hat er. Da.
Und oh, durch die Lücke. Oh Mann, ich habe gedacht, er passt. Den haben wir, da ist er. Pass. Ab in die Mitte. Nochmal Doppelpass. Kommt nicht an. Schade. Oh, Schmelzer gegen Podolski. Ich glaube, da muss die Grätsche. Jawohl, alles richtig gemacht. Außer dieser Hackentrick, aber er macht auch einen. Oh, ich habe ihn. Super. Ah, und dann so ein Pass. Jawohl, oben geht er. Oh, aufgepasst. Schade. Lupfe ihn rüber, jawohl. Bischek, der ist doch schnell. Ah, wird schon. Ah, kein Abseits. Doppelpass in die Mitte. Reus? Ah, schade. Da muss einer drauf. Einer drauf. Über die Außen ist immer scheiße. Komm. Ah, ich gehe mal selber. Ob das jetzt richtig? Nee, lass sein. So, hoch. Jawohl. Ich spiele nach unten. Oben, Doppelpass. Nein, in den Rücken. Oh, der war gut. Aber mein Keeper war da. Sehr schön. Oh, das war ja geil. Ich stand an der richtigen Stelle an dem dämlichen Pfosten. Und konnte den noch befreien. Glück gehabt. Das war knapp. Aber aus solcher Situation muss man gleich ein Tor machen. Und jetzt schickt den Reus. Der ist doch flink. Geh ab, Junge, geh ab. Oh. Und der Pass kommt nicht an. Beziehungsweise wurde gar nicht geschlagen. Oh. So. Vielleicht kommt der an. Und hin. Oh, schade. Hummels. Ich finde ihn ja geil. So, schneller Einwurf. In die Arme des Gegners. Ja. Über außen. Nein, geht nix. Geht nix. Fuß vor. Oh. Jawohl. Fuß. Ja. Yeah. Unten. Und Dreieck. Nein. Wurde wieder abgefangen. Dranbleiben. Haben wir. Jawohl. Doppelpass. Doppelpass. Nein. Ab nach vorne. Immer so eine Kackstelze davor. Ich glaub's nicht. Aber da kann ich nicht hin. Ich bleib mal lieber in der Mitte. Ha! Das war der richtige Weg. Nein. Oh, schick ihn. Oh, wie. Das gibt's doch gar nicht. Immer so ein Fuß davor. Oh, der steht abseits. Das habe ich gesehen. Scheiße. Das war ja auch nicht wenig. So, Mann. Einer drauf, einer drauf, einer. Oh. Aber Waldenheimer. Der war da. Blaschikowski. Schnell wieder zurück auf Piszczek. Der schickt Blaschikowski. Blaschikowski kriegt ihn nicht. Aber er lenkt ihn ins Aus. Sehr gut. Ja. Weitergespielt. Reus. Steil. Ja, sehr gut gesehen. Schuss antäuschen. Mit der linken Klebe. Ah, nach innen drehen, hat nichts gebracht. Da muss ein anderer rauf. Ich sichere den Rückraum ab. So. Der Schmelzer gegen den Podolski. Das haben wir vorhin doch schon mal gesehen, das Duell. Und wieder der Schmelzer, der Sieger. Hoher Ball. Den muss Lewandowski mitnehmen, muss aber warten. Scheiße. Hey, auch. Alles okay. Ist eben so. Oha. Torwart rausholen. Bleibt drin. Jawohl. Jetzt den Fuß vor. Ah. Einer von den 16er stehenden. Ja. Ab nach vorne. Hol. Komm entgegen. Ah. Mist gebaut. Der will auch schießen. Ah. Da kann er immerhin schießen. So. Über die Außenseite, Entschuldigung. Oh! Eiskalt erwischt. Eiskalt erwischt. Scheiße.
In der 44. Naja, wenigstens nicht die 45. Die ist ja so ewig lang und da fallen ja so viele Tore. Schade, schade, schade. Ich wäre gerne mit dem 1-0 in der Halbzeit gegangen. So. Zack, außen. Doppelpass. Schick ihn. Oh. Okay, Blaschikowski, Doppel. Nimm ihn noch mit, nimm ihn noch mit. Lewandowski mit dem Rechten. Oh, Torwart ist aber da. Ja, langes Ding, hinten steht er. Hoch. Ja, schade, genau so wollte ich ihn haben. Sehr gut. Ja, aufpassen. Lewandowski, wieder. Oh, da hätte einer sein müssen. Das war... Oh, und jetzt wird abgepfiffen. Schade, Halbzeit. Ja. Super Start und dann leider noch kurz vor Schluss den Ausgleich kassiert. Ja, 9 zu 6 Schüsse. Naja. Ballbesitz ziemlich ausgeglichen. Den 1% links oder rechts, das ist egal. Also. Der kommt, Reus geht ab, der ist doch schnell, der ist doch schnell, der setzt sich durch. Oh. Schade. Na. So, Spelzer. Vingazzola. Ah, siehst du, kein Foul. Schön, Balleroberung. Aber... Er geht einfach nicht entgegen. Der Ball muss zu ihm kommen. Das ist so. Oben auf Reus. Der lässt ihn durch. Der geht dann auch. Jawohl. Ich hab ihn noch. Ich hab ihn. Oh, schade. Hat er gut aufgepasst. Ah, bisschen überhastet abgeschlossen. Aber wir nähern uns dem Tor. Scheiße. Der kurzen Seite bin ich eigentlich immer. Jetzt gerade nicht aufgepasst. Jetzt lasse ich mal einen rauflaufen. Jawohl. Schick ihn lang. Oh! Kriegt er nicht angenommen. Und der Pass kommt auch nicht an, Gott sei Dank. Mikel Arteta. Pass auf Reus. Rüber. Lewandowski. Oh, Scheiße, jetzt auf Reus. Der kommt nicht an. Oh, was ist da los? Was ist da los? So geht's nicht. Jawohl, Weidenfeller. Oh, das gibt es doch nicht. Den, ich habe schon den Atem angehalten, weil ich eigentlich jubeln wollte. Ja, ich glaube, ich lasse das. Und jetzt Reus, geh ab, du bist so schnell. Da macht er ihn, wie geil! Schönes Ding. Kurz einmal auf den Torwart zugelaufen, weggegangen. Körpertäuschung. Renn das Ding. Zwei eins, so soll's sein. Subotic, hoch, das ist Hummels, der muss ihn haben. Oh, da kam ich auch mal endlich mal einmal mit dem Fuß vor. Ich glaube, der wäre ganz gefährlich gekommen. So, schnell nach vorne gespielt. Den immer dieses. Ja. Nehme ich hin, nehme ich hin. Abseits.
Oh, ich spiele mal ziemlich weit nach außen. Oh! Schade. Mist, aufpassen, aufpassen. Haben wir, jawohl. Der Pass war so nicht geplant. Der jetzt spielt er in die Mitte, aufgepasst. Holen dir. Super, lang die Linie. Zieh ab! Oh! Da, ich habe nur kurz drauf getippt, aber wie sagt der Spieler, der ist ihm über den Spann gerutscht, wa? Ja. Wir bleiben dran, wir bleiben dran. Wir wollen noch mal einen nachlegen. Und oh, schade. Jetzt will ich ihn schicken, ja. Aber nicht mit uns. Durch die Beine. Ah, Mist. Ich sollte ja sprinten nachlassen. Nein! Oh. Jetzt schickt er ihn. Das war so klar. Oh, Scheiße. Nein! Das war doch so blöde. So bitter. Na gut, dem Pauli gönne ich das, aber. Verdammt. Das habe ich nicht gewollt. Umgrätschen wollte ich noch nicht. Den Elfmeter, den hätte er vielleicht auch noch reingemacht. Also. Saure Apfel. Einfach so hinnehmen. Nee, aber nicht noch ein. Ein Doppelpack. Boah, oh, was macht der denn? Boah, Gott sei Dank war das ein Foul. Junge, Junge, Junge. Das darf auch keiner erzählen. Aber ihr seht's ja alle. So, ja, der Pass kam ja super. Ich war noch ein bisschen mitgenommen durch diese Szene eben, was da wieder die Abwehr gemacht hat. Schönes Ding. Nein, ach, da hatte ich noch die Schussantäuschung mit drin. Ah. Komm. Zack. Jetzt schick ihn. Perisic, der beste Stürmer, der hier rumläuft. Oh. Am Ende fehlt ihm denn die Kraft zum Schuss. Scheiße. Aber ich wollte nicht rüberspielen, den hätte ich eh nicht gekriegt. Aber jetzt müssen wir hinten aufpassen. Ja, genau. Gleich ein weiter. Zack. Steck ihn durch. Oh. Ich krieg die Spieler nicht, die ich will. Oh, einer drauf und den Fuß davor. Ja, Gott sei Dank. Zack. Nein. Oh, manchmal. Sag nicht, ist es Schluss. Ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Ich hab aber auch kein Glück. Tja, wieder ein Unentschieden, wie im ersten Spiel. 2:2. Tja, auch mein Glücksteam hat in diesem Fall kein Glück gebracht. Tja, ich hoffe, es läuft im nächsten Spiel wieder. Ich hoffe, ihr seid auch dabei, denn hoffe ich, dass ich meinen letzten Sieg hole, um hier in der Liga zu bleiben, denn ich bin schon länger hier. Also, schaut wieder rein. Ich bin's, Tail. Hau rein die Kirsche.